Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns wieder da, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und ich habe mal auf der Karte nachgeschaut. Also hier gibt es einen Punkt, da können wir hingehen, wenn die Mannschaft soweit bereit ist. Das heißt, das können wir im Moment noch nicht. Ich habe den Namen vergessen, wo wir eigentlich hin wollten. Die ist hier unten. Das heißt, da werden wir dann erstmal nicht hingehen, sondern wir werden erstmal den näheren Bereich holen. Und zwar mit der unaussprechlichen Wehmamine hier oben. Da werden wir uns jetzt hin aufmachen. Und ich muss mal schauen, Moment, darum geht's. Das sieht ja mal cool aus. Wieso ist das rot? Das ist, was ist denn das? Das ist ein normales Haus. Das ist keine Schmiede, kein gar nichts. Nee, Moment, warum reite ich jetzt noch da oben? Ah, klein Gameplayerin, orientierungslos in Tamriel. Hilfe. So, Moment. Da in der Nähe ist der Ausgang, genau. Das Warten lässt meine Glieder faulen und meinen Geist. Ja, Entschuldigung, dass ich hier alle warten lassen muss. Ich bin halt jetzt gerade falsch geritten, kann ich auch nichts dafür. So, dann gehen wir erstmal in diese Richtung, holen uns aber erstmal die Scherbe, die hier vorne ist. Weil die brauchen wir natürlich auch. Wenn wir denn nicht hier hängen bleiben, heißt das. Ein Wolfi ist auch in der Nähe. Ein süßes Wölflein. Oh, Hallöchen, hier ist noch eine Akelei. So, mit dem kann ich das noch nicht so schnell nehmen. Ich weiß, ich weiß. Ich glaube, ich sollte mal hier hochreiten. Das geht ein bisschen schneller. Vor allen Dingen meine ich, ja genau, meine ich nämlich, dass hier auch noch Gegner kommen. Wo ist denn der Typ jetzt hier? Der ist gar nicht da oben, oder was? Hä? Ach, da! Dieser alte Narr wird mich hier nicht finden. Zeit für ein Nickerchen. Du bist aber nicht das, was ich eigentlich gesucht habe. Aber ich rede trotzdem mal mit dir. Du bist ja anscheinend die Hauptquest. Egal, worum es geht. Ich war's nicht. Ja, ich auch nicht. Was macht ihr hier draußen? Wer weiß. Neramo schon, schätze ich, aber ich nicht. Ich bin nur auf Boseks Befehl hier, um sicherzustellen, dass der Elf auch seine Arbeit macht. Ich habe mich nie dazu bereit erklärt, den Sand nach irgendwelchen verrückten Dwemer-Spielzeugen zu durchwühlen. Was wäre, wenn ich helfen wollen würde? Nur zu. Geht und sprecht mit Neramo. Ich bin sicher, er wird höchst erfreut sein, wenn er noch mehr seiner Aufgaben von sich abwälzen kann. Ich werde ihn finden. Kann man das hier irgendwie? Nee, das wäre dann geklaut. Okay. Gut. Im Endeffekt war es jetzt nur, um die Quest anzunehmen, beziehungsweise um. Ach, da ist er. Um, ja, mehr oder weniger neue Informationen zu bekommen. Was? Bestehlen? Enthauptung? Ach so, das sind die Strafen. Mädchen anfassen, Kastration. Beleidigen, 20 Peitschenhiebe. Also das mit der Kastration, das finde ich gar nicht so schlecht. Zumindest, wenn sie es nicht wollte. Nein, ihr wisst schon, wie ich das meine. Steuerhinterziehung im Käfig zu Wasser landen. Oha, da muss man sich erkälten, ja? Töten einer Faust, das Grab. Eine Faust bestehlen, abhacken der Hände. Hallo? Verrat an die Marine, herausschneiden der Zunge. Verrat an Helane, Kiel holen. Da würde ich ja lieber Helane verraten. Also Kiel holen ist ja. Das hört sich jetzt nicht so schlimm an, wenn ich jetzt ehrlich bin. So, Neramo. Ein Wunder. Kaum zu glauben, dass die Dwemer des alten Wohlenfell bis nach Stros-Mekai gekommen sind. Mein Bruder und ich durchkämmen den Außenbereich der Ruine jetzt schon seit geraumer Zeit. Aber wir konnten nie bis ins Innere vorstoßen. Warum wollt ihr dort hinein? Aus verschiedenen Gründen. Einer ist, dass Oberhaupt Bosek mich beauftragt hat, die Ruinen zu erkunden. Ein faszinierender Aspekt der Dwemer-Ruinen sind die uralten Mechanismen, die man darin findet. Bosek denkt, man könnte sie in Hundings Hafen einsetzen. Ich muss hineingelangen, um das zu untersuchen. Vielleicht kann ich helfen. Ein ausgezeichneter Vorschlag. Ich glaube, dieser Automat könnte die Tür öffnen, wenn man ihn nur wieder zusammensetzen und steuern könnte. Ich habe seinen Steuerstab, aber zwei Fokuskristalle scheinen zu fehlen. Findet sie und ich erledige den Rest. Was könnt ihr mir über die Dwemer erzählen? Einige nennen sie auch Zwerge. Ein Volk von brillanten Schmieden und anderen Handwerkern, das einen unglaublichen Einfallsreichtum besaß. Sie haben gewaltige unterirdische Städte gebaut, die voller bemerkenswerter Erfindungen waren.
Jetzt sind diese Werke alles, was von den Dwemer geblieben ist. Was ist mit ihnen geschehen? Niemand kann das mit Gewissheit sagen. Einige glauben, sie seien zu Göttern geworden. Andere behaupten, sie wären von einer ihrer eigenen Torheiten verschlungen worden. Vielleicht ist beides wahr. Jedoch sind sie vor langer Zeit verschwunden. Das ganze Volk. Und sie ließen kaum etwas zurück. Bis auf ihre wunderbaren Schätze. Schätze? Dämpft das gierige Funkeln in euren Augen. Bei dem Schatz, den ich suche, handelt es sich um Wissen, das nur für Gelehrte von Wert ist. Jene, die mir dabei helfen, es zu erringen, können aber davon ausgehen, dass sie gut belohnt werden. Hallo, ich habe viel mehr von Büchern als von Gold oder so. Ich meine, gut, in Tamriel-Gold würde ich schon gerne aufgewogen werden. Weil das kann man ja immer gebrauchen, ne? So als Housing-Begeisterte, Housing-Verrückte, Housing... Ja, ich weiß nicht, wie ich mich sonst noch nennen soll. Housing-Süchtige? Wer weiß. Käferbeine. Ach, da habe ich die her, okay. Hallo? Bin ich im Kampf? Oh, was ist das für ein Idiot? So irgend so blöd, man kommt nach hier, zieht den in meine Richtung und jetzt bin ich im Kampf, obwohl der mich gar nicht angegriffen hat. Super. Also das kann ich an Teso so gar nicht verstehen, dass andere dafür bestraft werden, weil es irgendwelche Idioten gibt, die Blödsinn machen. So, ist das jetzt dahinter oder? Ach, hier oben. Versuche so wenig wie möglich von den süßen Wölfen zu töten. Nur wenn sie mir hinterherlaufen. Dann muss ich unter Umständen was machen. Dann tut es mir wirklich leid. So, irgendwo hier war auch der Eingang. Genau. Gehen wir doch mal rein. Und schauen mal. Nee, das brauchen wir jetzt nicht. Ach, ja, schon hier. Moment. Ist das gestohlen? Nee, können wir mitnehmen. Okay, sehr schön. Ich habe die Spinne wieder zusammengebaut, aber ich muss sie kontrollieren können. Wo wir gerade davon sprechen, habt ihr die Kristalle gefunden? Ja, ich habe sie hier. Famos. Jetzt stecke ich den Stab einfach so hier hinein. Übrigens hoffe ich, dass ihr den Mechanismus zerstören könnt, falls er uns angreifen sollte. Mhm. Mal sehen. Es funktioniert! Natürlich war mir das schon vorher klar. Ja, ja, natürlich. Ab in den Tunnel mit dir. Öffne diese Tür. Los. Sie ist weg, endlich. Aber sie hat die Tür nicht geöffnet. Putzar. Kommt, besprechen wir drinnen unseren nächsten Schritt. Okay. Wie ihr seht, war Oberhaupt Boseks Vertrauen in meine Fähigkeiten nicht unbegründet. Ebenso wenig wie das meine in euren Fortschritt. Könntet ihr mir wohl bei noch einer Sache helfen? Was benötigt ihr? Ungeachtet des Alters dieser Ruinen vermute ich, dass es hier die üblichen Verteidigungsvorkehrungen geben dürfte. Ich bin Gefahren nicht sehr zugeneigt. Wärt ihr vielleicht so freundlich, die Ruinen zu erkunden, um in ihnen nach etwaigen Dwemer-Generatoren zu suchen? Ganz ehrlich, diese Frage hätten sie sich jetzt schenken können, weil, nur weil ich eine Frau bin, heißt das nicht, dass ich nicht weiß, was ein Generator ist. Was soll das? Generator? Was ist ein Generator? Oh, ich schätze, ich bin der Einzige, der sie so nennt. Sich frei versorgender Dynamokern klingt vielleicht hochtrabend, aber die Dwemer haben sie so gebaut, dass sie über Generationen halten. Ich nenne sie deshalb Generatoren, um ihre lange Laufzeit zu ehren. Was mache ich, wenn ich welche finde? Dieser Steuerstab sollte dafür sorgen, dass unser neuer Freund euch treu ergeben bleibt. Ich vermute, dass die Generatoren im Laufe der Jahre beschädigt wurden. Ihr müsst die Spinne zu den Generatoren begleiten, damit sie sie reparieren kann. Ja, nichts leichter als das. Komm mal mit, Spinnchen, wir laufen mal hier durch. So, Basti kümmert sich um die Angreifer und du reparierst hier was. Wobei ich mir nicht sicher bin. Ach, da steht schon ein Gegner. Mit dem wir aber trotzdem noch kämpfen. Okay. Ich habe jetzt gedacht, eventuell werden die dann gut oder so. Ich habe da irgendwie sowas. Jetzt habe ich Schluck auf. Ich habe da irgendwie sowas im Kopf, aber
Anscheinend war das nicht hier oder es kommt erst später. Das kann natürlich auch sein. Abgeschlossen? Achso, wir müssen zur Mitte. Hervorragende Arbeit. Bezarg atmet wieder. Jetzt zu einem persönlichen Projekt. Möchtet ihr euch noch ein paar Münzen mehr verdienen? Ich lausche. Ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie The Witcher irgendwie. Möchtet ihr noch etwas Geld verdienen? Wie ihr sehen könnt, sind wir nicht die Ersten, die Bezarg betreten. In Wahrheit habe ich Boseks Auftrag, diese Ruinen zu erkunden, nur deshalb angenommen, weil sie etwas bergen, das ich gerne hätte. Etwas, von dem ich glaube, dass andere dafür bereits ihr Leben ließen. Mhm. Was ist das? Wissen ist der größte Schatz. Die Dwemer bewachten ihre Schätze wie ein König sein Gold. In Bezarg haben die Dwemer eine Reihe von Bauplänen hinterlassen. Mechanische Zeichnungen, die ich sehr gerne hätte. Und ihr braucht meine Hilfe, um sie zu finden? Eine einfache Aufgabe. Diese früheren Forscher haben sie wahrscheinlich geborgen, nur um dann festzustellen, dass sie durch irgendeinen Verrat in Bezarg eingeschlossen waren. Ihr Unglück ist mein, unser Vorteil. Wir müssen herausfinden, wo genau sie ihr Leben gelassen haben. Na schön, legen wir los. Auf der anderen Seite dieser Tür könnten noch mehr Konstrukte warten. Ihr geht zuerst. Warum ich? Ich wollte das immer so machen, auch beim Schwimmen. Die Leute schwimmen vor und wenn Haie kommen, werden die gefressen. Klingt doch irgendwie logisch, oder nicht? Warum soll ich vorgehen? Na gut. Also, die Baupläne waren hier. Ich bezweifle, dass sie entkommen sind. Warum macht der jetzt einen Kniefall? Ich kümmere mich schon mal drum, ja? Du sagst ja. Diese Aufzeichnungen sollten entscheidend zum Verständnis der Baupläne beitragen. Nee, Stross und Kai will ich aber nicht öffnen. Wieso zeigt er mir das jetzt an? Lest das Tagebuch des toten Mannes. Wenn ich das Tagebuch lese, werde ich angegriffen oder was? Hallo? Wo ist der denn jetzt? Ich nehme mal an, es ist egal, ob ich rechts oder links durchgehe. Keine Ahnung. Meidet die Fallen? Ich wollte gerade noch sagen, welche Fallen. Haha. Hui. Minion Rush. Das ist aber nicht nett hier. Die sind gemein. Ja? Ja? Lass mich weitergehen. Ich gehe jetzt einfach durch. Ist mir jetzt egal. So. So, abgeschlossen. Da hinten. Wir haben Baupläne gefunden. Und eine Notiz. Da müssen wir raus. Bitteschön, gern geschehen. Ach, da ist er. Ah, da seid ihr her. Ich wollte gerade kommen und euch helfen. Mhm. Ihr habt doch hoffentlich gefunden, wonach wir suchen. Wie versprochen habe ich hier die Zeichnungen. Die Baupläne sind endlich mein. Famos! Damit stehe ich in eurer Schuld. Was kann ich im Gegenzug für euch tun? Helft Kapitän Kalin bei ihrem Beutezug, den sie plant. Ich hörte, dass Kalin vorhat, zur Insel Betnik zu fahren. Die Ruinen dort sind von großem Interesse für mich. Doch zunächst werde ich euch bei diesem Beutezug helfen. So, und wir haben einen Heilstab bekommen von Rüstung des Auszubildenden. Ich muss die Baupläne in meine Werkstatt bringen. Ihr könnt ja mitkommen, wenn ihr zurück in die Stadt wollt. Komm, Shepper. Nee, ehrlich gesagt nicht. Weil wir noch jede Menge Zeit aktuell haben und ich die gerne damit nutzen würde, dass wir dann die nächste Quest auch nochmal eben schnell machen. So. Muss ich nochmal eben schauen. Hier ist irgendwo der Wegschrein. Da hinten, genau. Und die Quest können wir hier anscheinend an mehreren Orten annehmen.
Da ist sie. Komm, lauf doch jetzt nicht so nah an das Viech ran hier. Ich brauche Hilfe. Hilfe! Ja, ist ja okay. Helft mir! Sie sind hinter mir her! Wo liegt das Problem? Die Seedrachen. Wenn es neblig wird, wie letzte Nacht, stellen sie am Leuchtturm herum und lassen Schiffe auf Grund laufen. Die Jungfernhauch, mein Schiff. Sie haben uns angelockt und wir sind mit ihr gekentert. Wo ist der Rest eurer Mannschaft? Ertrunken oder gefangen genommen. Kapitän Larissa sucht nach ihnen. Ihr habt von Larissa der Gerissenen gehört, oder? Auf jeden Fall war es das für mich mit der ganzen Seglerei. Ich bin damit durch. Wenn ihr den Kapitän finden wollt, dann sucht einfach nach ihrem Affen. Er heißt Heuler. Den Affen finden. Verstanden. Ja, das werden wir dann auch mal schnell tun. Das Schöne ist, es wird ja angezeigt, wo wir eigentlich hin müssen. So, dann nehmen wir uns nochmal eben die Himmelsscherbe. Den Affen habe ich zwar jetzt nicht gefunden oder gesehen, aber ich habe ihn offiziell gefunden, von daher. Es tut mir leid. Ich mag Ratten unheimlich gerne, aber ihr habt immer so Zeugs, was ich mit einsammeln möchte. Deswegen muss ich euch leider umbringen. So, genau, die Truhe, die wird, glaube ich, nee, das hier wird auch noch wichtig sein. Das kann ich aber noch nicht nehmen, weil ich habe die Quest noch nicht. Also sprechen wir erstmal mit ihr. Moment, Affe, ach, da ist Nun ja, mit jemandem wie euch habe ich ganz und gar nicht gerechnet. Macht nichts, ich auch nicht mit jemandem wie euch. Reden wir, was führt euch in diese Müllhalde? Wie habt ihr das gemacht? Mich an euch anschleichen? Das ist nun mal meine Art. Jetzt beantworte meine Frage, was macht ihr hier? Ich bin hier, um Larissa, die Gerissene, zu retten. Sie ist Kapitän der Jungfernhauch. Wie reizend. Die Jungfer liegt gekentert am Strand. Und was Larissa, die Gerissene, angeht, die habt ihr gefunden und auch noch zur rechten Zeit. Kapitän Helanis Seedrachen haben meine Mannschaft. Ich werde nicht ohne sie gehen. Helft mir dabei, sie zu retten und ich schulde euch einen Gefallen. Nun gut, wie lautet der Plan? Wir werden meine Mannschaften als Seedrachen verkleiden. Nehmt diese Kleider. Sucht nach einem korpulenten Bretonen, einem griesgrämigen Rotwardonen und einem großen Ork. Die Drachen halten sie in den großen Gebäuden gefangen. Trefft mich bei Helanes Schiff, sobald sie befreit sind. Was ist, wenn ich eine Verkleidung brauche? Sucht in den Wäschekörben nach passender Kleidung oder tötet einen Seedrachen und nehmt ihm seine ab. Zieht sie euch über, um nicht weiter aufzufallen. Oh, aber achtet auf die Seedrachen mit den Fackeln, die sind nicht betrunken. Wenn ihr zu nah an sie herankommt, entdecken sie euch und alarmieren die anderen. Ich verstehe. Fangen wir an. Denkt daran, ihr findet Kleidung in Wäschekörben oder an toten Seedrachen. Die sind nicht betrunken, wie sich das anhört. Okay. Und lasst euch nicht töten. Was? Achso, lasst euch nicht töten, hat sie, glaube ich, noch gesagt. So, jetzt müssen wir mal eben schauen. Die roten dürften normalerweise gut ersichtlich sein. Ich hoffe, die sind jetzt nicht auch noch hier drin. Da müssen wir hin. Bitte, schlagt mich nicht nochmal! Larissa hat mich geschickt. Nehmt diese Kleidung und verschwindet von hier. Den Acht sei Dank. Ich dachte schon, ich müsste hier drin sterben. Helane kam vor einer kleinen Weile hier vorbei. Hat mir gesagt, ich soll mich schon mal darauf freuen, wie mir öffentlich die Haut abgezogen wird. Dann hat sie mich grün und blau geprügelt und dabei die ganze Zeit gelacht. Was für eine eiskalte Hexe. Lasst mich euch von diesen Fesseln befreien. Haltet euch von Helane fern. Sie ist ein Monster. Okay, also Helane dürfen wir dann ohne schlechtes Gewissen sofort platt machen, wenn wir die sehen. Zeig mir immer noch die Scherbe an, das irritiert mich. So. Hier können wir natürlich auch alles mal eben mitnehmen. Das ist der Vorteil, wenn man nicht entdeckt wird. Ich bin mir nicht sicher, ob der jetzt schläft oder ob der jetzt tot ist. Weil vorhin war jetzt hier einer im Kampf. Achso, das ist Basti. Ich dachte gerade schon. So, ich sehe jetzt hier aber gerade noch keinen roten. Oh, da oben ist ein roter. Stimmt, der patrouilliert immer direkt vom Eingang. Der ist etwas sehr böse. Der dürfte wieder oben sein, nehme ich an. Ja.
Verreckt, Seedrache. Ich spucke auf euer Grab. Larissa hat mich geschickt. Ich habe eine Verkleidung, die ihr für die Flucht verwenden könnt. Ich wusste, dass sie mich hier nicht verrotten lässt. Schnell, bindet mich los. Die Seedrachen haben die letzten Stunden damit verbracht, mir die Finger zu brechen. Ich kann zwar kein Schwert führen, aber wenigstens kann ich auf meinem Weg hier raus noch ein paar von ihnen erwürgen. Wie denn mit gebrochenen Fingern? Ah ja, gut, okay, mit dem Ellenbogen vielleicht noch. Lasst mich euch losbinden. Diese Seedrachen sind eine Schande für die Piratenzunft. Tötet jeden einzelnen von ihnen, der euch begegnet. Nicht ganz. Moment, da ist der Typ, also springe ich mal hier runter. Dann müssen wir nur gucken, dass wir jetzt hier keinem Roten begegnen. Also keinen mit der Fackel meine ich jetzt natürlich. Oh, so geht das bis hier oben. Der wird mich töten, dann bringt das hinter euch. Larissa hat mich geschickt. Nehmt diese Verkleidung und schleicht euch raus. Ah, noch einer von Helanis Tricks. Mich erst freilassen, um mich dann zu jagen und beinahe tot zu prügeln. Nun, ich werde das Risiko eingehen und versuchen, nach Hundingshafen zu flüchten. Wollen wir mal sehen, wie weit ich komme. Lasst mich euch losbinden. Ich gebe euch einen Rat. Geratet nicht in ihre Gefangenschaft. Wenn ihr nicht fliehen könnt, solltet ihr den Tod im Kampf suchen. Sowieso. So. Draußen läuft gerade so ein Roter rum. So ein Fackelträger. So, wo müssen wir denn hin? Geradeaus. Ich hoffe, da läuft mir jetzt keiner. Doch, da hinten ist noch einer. Es dürfte. Ja, das ist ein Roter. Warum habe ich hier eigentlich keine Namen an? Fällt mir gerade auf. Fällt mir sehr früh auf. Ich weiß, die Folge ist ja bald zu Ende. Moment. Wir nehmen den Nachtschatten noch schnell mit. Ist jetzt nur doof, dass der Wachposten jetzt hier ist. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr machen muss. Ich warte jetzt mal eben, ob der wieder abhaut hier. So. Larissa. Wie schön, euch zu sehen. Ich habe alle außer Krenat, Herdon und Mekak befreit. Hattet ihr Glück? Ich habe alle drei gefunden. Sie sind in Sicherheit. Dann sind wir ja fast fertig. Außer meinem ersten Maat Deregor sind alle raus. Sie halten ihn im Bauch von Helanes Schiff gefangen. Ihr findet die Schlüssel unter Deck. Sucht im hinteren Teil nach Deregor. Was werdet ihr machen, während ich Deregor rette? Ich werde Helane in ihrer Kajüte aufsuchen, um mich für die Gastfreundschaft zu bedanken, die sie meiner Mannschaft hat angedeihen lassen. Kommt hoch, sobald ihr Deregor freigelassen habt. Ihr solltet ihr wirklich auch mal guten Tag sagen. Wie habt ihr den Schlüssel zu Helanes Kajüte bekommen? Ihr Kajütenmädchen hatte einen Schlüssel. Ein kleines Bossmeermädel, das kaum Fleisch auf den Rippen hatte. Ich glaube, Helane hat sie ausgehungert. Sie ist jetzt auf dem Weg nach Hundingshafen und ich habe einen Schlüssel mehr. Wie habt ihr es geschafft, wie ein Farn auszusehen? Das ist ein guter Trick. Habe ich mich wirklich als Farn verkleidet? Oder habt ihr nur einen Farn gesehen, weil ihr nicht genau genug hingeschaut habt? Also ich persönlich habe sie hier stehen sehen und keinen Farn gesehen. Aber gut, ich meine. So, das sind die Betrunkenen, aber das ist nicht das Schiff. Da müssen wir noch eine weitergehen. Da hinten kommt schon wieder ein Fackelträger. Der ist aber zu langsam für uns. Können wir hier noch was mitnehmen? Linke Seite. Die haben ja schon sehr große Kassetten gehabt für so kleine Schlüssel. Da muss man ja auch mal drüber nachdenken. Haben wir denn noch was hier? Tut mir leid, liebe Ratte. Aber du hast halt Kleinwildfleisch und Innereien in deinem Körper. Oh, da ist noch eine. Tut mir leid. Es tut mir leid. Ich muss angeln können.
Okay, Schlangen haben sie auch auf dem Schiff? Von mir erfahrt ihr nichts, Miststück. Was habt ihr mit Kapitän Larissa gemacht? Eigentlich hat Larissa mich geschickt, um euch zu retten. Ja? Ha! Ich wusste, dass sie davongekommen ist. Helani sagte zwar, sie hätte sie Kiel holen und erschlagen lassen, aber ich wusste es besser. Man nennt meinen Kapitän nicht umsonst die Gerissene. Befreit mich aus diesen Fesseln und dann hauen wir hier ab. Haltet still. Kapitän Larissa lässt niemanden zurück. Sorgt dafür, dass sie wohlbehalten ist. Ja, machen wir. Tut mir leid, kleine Ratte. Wie gesagt, ich muss angeln können. So, wir müssen erstmal hoch und dann schauen, wo die Kajüte ist. Die ist hier. Moment. Ihr seid nicht mein... Was habt ihr... Habt ihr mich vergiftet? Ach du meine Güte, Kapitän. Alles okay? Ich zerlege euch wie eine Mastsau. Schneide euch eure Augen raus. Brate euch. Wie ihr es mit meiner Mannschaft getan habt? Nein, das wird nicht nochmal passieren. Och, sie ist hingefallen. Meine Güte, das war toll. Was habt ihr ihr angetan? Ich? War ich das etwa? Ihr ausgehungertes kleines Kajütenmädchen könnte ihr vielleicht das Getränk vergiftet haben. Wer weiß das schon? Hat es Derigo rausgeschafft? Ja, er ist frei. Ich mache mich lieber auf den Weg. Ich habe meiner Mannschaft gesagt, dass sie sich am Strand versammeln soll. Ich werde mich vergewissern, dass es alle rausgeschafft haben. Trefft mich dort und wir klären dann alles. Mit welchem Gift habt ihr sie vergiftet? Oh, das war Yarin-Wurzel. Ein sehr übles Gift hier aus der Gegend. Es wird sie nicht töten, also nicht sofort. Es fängt damit an, zuerst nur ihre Magenwände aufzulösen und greift dann weiter um sich. Ihr lasst Helane hier einfach sterben? Ich würde gerne hierbleiben und dabei zuschauen, aber ich habe leider keine Zeit. Wenn ihr wollt, könnt ihr hierbleiben. Eigentlich ist es ihr eigenes Gift, für Sklaven, die nicht gehorchen wollen. Es gibt ein Gegenmittel in ihrer Kommode, falls ihr ein zu weiches Herz habt. Was würdet ihr tun, wenn ich Helane das Gegenmittel geben würde? Ich wäre wohl etwas enttäuscht, aber das überlasse ich euch. Trefft mich am Strand, sobald ihr hier fertig seid, und wir klären alles. Aber passt auf eure Stiefel auf. Sie wird bald mit dem Spucken anfangen. Okay. Haben wir sonst noch was, was wir nehmen können? Drum, drum, drum. Ja, ich werde jetzt nicht jede Ratte hier töten. Die armen Ratten können ja auch nichts dafür. Erfüllt ein Ziel. Gebt Helane das Gegenmittel. Tötet Helane auf der Stelle. Geht Helane langsam sterben lassen. Ja, ich gehe mal. Ist vielleicht ein bisschen gemein, sie hier langsam sterben zu lassen, aber ich bin ganz ehrlich, es ist das Gleiche, was sie mit all den Menschen, die sie da entführt hat, gemacht hat. Oder zumindest mit vielen davon. Da hinten muss ich hin, genau. Dann bin ich auch ganz ehrlich, dann soll sie halt eben von dem Zeug selber mal kosten und merken, wie das einen so von innen auffrisst. Da kommt noch ein Fackelträger. Moment, da ist noch was für mich. Ich wollte gerade sagen, sieht er mich auch hier unten? Weil ich muss ja eh hier unten rum, so wie das aussieht. Die nehmen wir auch noch mit, die Ackelei. Benediktenkraut. Liegt auch noch vor unseren Füßen. Aber viele scheinen sie ja umgebracht zu haben, ne? Also ich habe im Hintergrund irgendwie immer dieses Assassinengeräusch gehört von der Klinge. Ich gehe mal davon aus, viele haben sie wirklich getötet. Meine Mannschaft ist in Sicherheit und wurde nur ein klein wenig gefoltert. Wenn das mal kein Erfolg ist. Kapitän Helane ist tot. Viele Kapitäne, die auf dem Meer hier in der Gegend segeln, werden sich über diese Neuigkeit freuen. Sprechen wir über Gefallen. Ich schulde euch einen großen. Helft Kapitän Kalin und ich ziehe ihr großes Ding durch. Für meinen Geschmack ist sie etwas zu besessen vom alten Faharajat. Aber ich mag ihren Stil. Da ich ja ein neues Schiff brauche, sollte das Gold noch nützlich werden. Ich bin dabei. Ich kann das, was ihr für uns getan habt, nicht unbelohnt lassen. Wir sehen uns in der Stadt. Ja, vor allen Dingen werde ich sie absterben lassen, ne?
Ja, und wir haben eine mittlere Weste von der Rüstung des Auszubildenden erhalten. Und damit muss ich mich dann auch schon wieder verabschieden. Ja, es sind zwei sehr, sehr dunkle Folgen geworden. Das nervt mich ehrlich gesagt. Aber was will man machen, wenn man am helllichten Tag aufnimmt und die ganze Welt in Tamriel irgendwie total dunkel ist? Es ist sehr, sehr schade. Ich weiß auch nicht, was der Quatsch soll. Die meisten haben sich ja darauf eingestellt, dass die Spiele halt eben, wenn es draußen hell ist, auch hell sind. Und wenn es draußen dunkel ist, dass sie dann auch im Spiel dunkel sind. Das würde ich noch nachvollziehen können. Aber es ist doch sehr nervig, wenn man dann immer diese ganzen dunklen Aufnahmen hat und man irgendwie die Hälfte dann nicht mehr so richtig sieht. Aber gut, können wir nichts für und können wir auch nichts gegen machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, den Rest mit der Kapitänin Kalin, hieß sie, glaube ich, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.